So, ihr Lieben, aus aktuellem sehr, sehr traurigem Anlass mit dem Handy das Video aufgenommen, werde ich gleich bei YouTube hochladen. Mich erreichten soeben Videoszenen. Ich habe ja gestern den Film rausgebracht mit dem Opel Manta. Und ich muss euch leider sagen, der Opel Manta wurde geklaut. Der Zaun wurde regelrecht zerstört. Der wurde rausgezogen dort. Also ich habe die Videosequenzen gesehen. Es war jemand vor Ort, der auch noch einen Film machen wollte. Ja, der wurde regelrecht rausgezerrt vom Gehöft, runtergezerrt vom Gehöft. Und dann kann man auf Ackerspuren sehen, wie dieses Auto verladen wurde. Im Wohnwagen selbst wurde auch noch randaliert. Und mich erreichten vor 10 oder 15 Minuten diese Videoaufnahmen. Und das ist, ich habe noch im Video gesagt, so schön kann ein Platz aussehen, wenn er nicht auf der Karte ist. Und dann hat man mir in den Videokommentaren schon geschrieben, das Ding ist auf der Karte. Und das Ding ist auf einer ganz bestimmten Karte. Und ich finde, und ich sage auch jetzt auch ganz offen und ehrlich meine Meinung dazu, dass diese Karte zum größten Teil daran schuld ist, dass solche Dinge einfach passieren. Nicht unsere Videos. Wir versuchen, so gut wie es geht, also ich rede jetzt frei Schnauze und es wird auch nichts geschnitten, das Video wird jetzt einfach so hochgeladen, den Ort nicht erkenntlich zu machen. Natürlich passieren mal 1, 2 oder 3 Fehler, aber ich glaube, diesen Ort konnte keiner erkennen. Ihr könnt mein Video gucken, also da kann man nichts erkennen, bin ich der Meinung. Wenn ja, weist mich bitte darauf hin. Jetzt ist es eh zu spät, der Opel Manta ist weg, der wurde nicht vom Besitzer geholt, weil der Zaun wurde aufgebrochen. Es sind richtige Schleifspuren zu sehen, also er wurde nicht fachmännisch abgeholt und dann wurde er auf dem Acker hinten aufgeladen. Und ja, noch der Wohnwagen durchwühlt mit den ganzen Akten, hat man mir auch Videosequenzen geschickt. Es ist unglaublich, Freunde, unfassbar. Also für mich, und jetzt kann YouTube dieses Video auch sperren, seid ihr absolute Idioten. Und diese Karte, auf der jetzt neuerdings auch die guten Plätze erscheinen, auch so wie dieser Punkt, ich habe jetzt mal nachgefragt, ist dieser Punkt hundertprozentig auf dieser Karte, weil ich mir diese Scheißkarte einfach nicht runterlade, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, und man hat mir von mehreren Seiten bestätigt, der Opel Manta ist auf dieser Karte. Und diese Karte zerstört Lost Place. Das ist einfach so. Diese Karte zerstört so viel. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Da wurde... mit meinem Hund Gassi, also nicht wundern, einfach mal dieser Opel Manta mit voller Gewalt, Zaun rausgerissen, den Holzzaun beiseite gelegt, Schleifspuren zu sehen, komplett, also das ist unfassbar für mich. Ich musste mir das Video erst 2, 3 Mal angucken und dann habe ich gesehen, ja, am Wohnwagen auch, die ganzen Kartons, wo die Unterlagen drin waren, die Akten, wo ich ja noch nicht mal reingeguckt habe, vor lauter Respekt, die wurden alle durchwühlt, umgekippt, ich glaube, es fehlten sogar ein paar, oder wurden woanders hingestellt. Die Schubkarre war auf einer ganz anderen Stelle, die wurde umhergeschmissen. Warum auch immer, was hat die Schubkarre? Also, und das Schlimmste ist ja, dass dieser Opel Manta, diese Rarität, ich bin der Meinung, das ist ein ganz seltenes Auto, der wurde einfach mal geklaut. Der wurde nicht fachmännisch abgeholt, sonst hätte man den Zaun ja nicht, ja, der lag beiseite, durchgebrochen, einfach rausgerobt da, die Zaunfelder. Der wurde einfach geklaut. Ja, mir fehlen echt die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Freunde. Ich weiß nicht, was ich zu so viel Dreistigkeit und zu so viel Frechheit sagen soll. Und viele sagen ja immer, dass unsere Videos die Schuld daran sind. Nein, unsere Videos sind in den seltensten, oh, ich bin wütend, ne? In den seltensten Fällen dran schuld. Überwiegend ist diese Karte dran schuld. Wo alle Orte, wo jeder drauf zugreifen kann, kostenlos. Also auch selbst wenn es mit Kosten verbunden wäre, so eine Karte muss einfach verboten werden. Und ich finde auch, wir werden oft genug angezeigt, ich finde auch, dieser Inhaber oder dieser Ersteller dieser Karte müsste irgendwie, ich muss passen, was ich sage und wie ich mich ausdrücke, weil mich sowas wirklich wütend macht, der muss zur Rechenschaft gezogen werden. Diese Karte, jetzt ist es zu spät höchstwahrscheinlich, muss aus dem Netz. 100%, also die darf dort im Netz nicht mehr sein, wo auch Diebe und Vandalen einfach Zugriff drauf haben, hinfahren, die sehen unsere Videos. Aber woran konnte man erkennen bei mir? Wenn ihr was seht bei mir im Video, dann gebt mir bitte Bescheid. Entweder nehme ich das Video komplett offline, aber es ist jetzt eh zu spät. Es ist jetzt unsinnig. Also wenn ich ein bisschen Blödsinn quatsche jetzt, wie gesagt, es ist ich ungeschnitten setze ich das hoch, dieses Video. Ich kann das nicht, also das ist unfassbar, Freunde. Mit welcher Gewalt auch die Videosequenzen, vielleicht mache ich da mal ein Video draus.
Vielleicht darf ich von demjenigen die Videosequenzen. Ja. Boah, es ist echt unfassbar, ey. Mir fehlen die Worte. Vielleicht darf ich die Videosequenzen verwenden und ich zeige euch das mal, mit welcher Brutalität dieser Manta da rausgezogen wurde, rausgezerrt regelrecht auf den Acker, um ihn dort zu verladen, auf dem, ja, anscheinend auf dem Anhänger, so wie es aussieht, die Ackerspuren. Ja, Freunde, diese Karte muss aus dem Netz und diesen Inhaber dieser Karte oder der die Karte, was willst du damit erreichen? Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt oder an unserem Video, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es, also unser Video kam gestern raus und heute kommen die Videosequenzen der Opel Mantas weg. Man kann ja auch schon vorher geklaut sein, wann waren wir da? Vor anderthalb Monaten oder so war ich da. Und ich finde es immer erschreckend, wenn ich einen Polizeibericht oder eine Anzeige bekomme von der Polizei und denke mir, ja, aber hier gibt es eine Karte im Internet, die ist öffentlich. Und da kann jeder raufgucken, kann jeder hinfahren. Und so ist auch der Opel Manta drauf gewesen. Also ist immer noch drauf, aber der Opel Manta ist ja weg. Also da müsste man rechtlich vorgehen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Du kannst mich auch gerne anschreiben und so. Aber du zerstörst komplett die Lost Place-Szene. Du machst alles kaputt damit, mit dieser Karte. Ich weiß nicht, was dein Ziel ist. Willst du damit Fame erreichen oder was? Dich interessiert es ein Scheiß, was mit diesem Orten passiert? Also wenn die Kameraführung, ich bin richtig wütend gerade, ne? Dich interessiert es ein Scheiß, was mit diesen Orten passiert, weil jeder da Orte raufklatschen kann, auch sehr schöne Orte, die erhalten werden müssen. Das macht einen so wütend. Und jetzt haue ich gestern den Film raus und dann wollte der Kollege dorthin fahren, der mir übrigens auch die Geschichte erzählt hat, dass das ein Unternehmer war, der pleite gegangen ist, und seinen Film machen und nun ist der Opel Manta weg. Ja, wenn es Neuigkeiten gibt, ich lade jetzt erstmal das Video hoch auf YouTube. Unfassbare Geschichte, also unfassbar. Nun kann man die Karte nicht direkt damit in Verbindung bringen, aber es liegt ja wohl sehr nah, ne? Das ist ein Fluch, die Karte. Die Karte ist kein Segen, die Karte ist einfach ein Fluch und zerstört so viel.